Tja, Leute, wenn der Terminator nur spielen wollte, dann wäre das das Richtige für ihn. Das große Paket hier hat mir Hasbro zugeschickt, vielen Dank dafür. Und darin verbirgt sich die Nerf Titan CS50. Ja, das ist mal so ein richtig fetter Nerf Blaster. Ihr seht schon, ein Riesenteil, hat mich direkt an Arnie in Terminator 2 erinnert. Und wir haben hier ein Trommelmagazin mit drin, das ist hier unten das Teil mit 50 Schuss und das Ding ist voll motorisiert und automatisiert. Da packt ihr natürlich ein paar sehr, sehr fette Batterien rein und dann kann der Spaß direkt losgehen. Und damit die Kids das Teil auch ordentlich anziehen und tragen können, gibt es nochmal hier den Schultergurt mit dazu. Den mache ich mal auf die andere Seite. Und ja, Safety First. Hier wird natürlich nicht einfach direkt losgeschossen, wenn man hier auf den Auslöser drückt, sondern achtet mal auf die Trommel. Ja, die fängt dann einfach schon mal an zu drehen, aber geschossen wird da noch überhaupt gar nichts, denn dafür müssen wir erst noch mal hier die Sicherheitsklappe öffnen und wenn man dann hier noch gleichzeitig drauf drückt, dann entleert sich hier das Trommelmagazin mit insgesamt 50 Schuss. Und ich zeige euch mal, wie das Trommelmagazin genau aussieht. Das kann man hier ganz leicht rausnehmen. Hier haben wir den Knopf, den drücken wir einfach und dann ja, bleibt hier unser Trommelmagazin schon direkt stehen. Und der Nerf Blaster kommt mal kurz zur Seite. Oh Mann, ein Wahnsinnsteil. Also so sieht das Trommelmagazin aus. Hier steht nochmal der Schriftzug Elite drauf und Nerf. Und wie gesagt, 50 Nerf Darts passen hier insgesamt rein. Die werden auch alle mitgeliefert. Also man kann direkt loslegen, wenn man die Akkus eingesetzt hat. Und hier sieht man schon, wie der Mechanismus aufgebaut ist. Also die werden einmal hier rum und dann nochmal hier rum transportiert. Und dann geht es hier oben in dieses Magazin rein, von wo aus die Darts dann eben abgeschossen werden können. Also ein schönes System. Wobei, wenn man sie mal abgeschossen hat, also ihr seht, die werden dann hier rausgeschossen, flupp, und dann rutscht hier direkt der nächste nach, rausgeschossen, flupp, der nächste rutscht nach. Ja, so läuft das dann. Wenn man erstmal alle 50 verschossen hat, was sehr schnell geht, zeige ich euch nachher noch, dann ja, ist es ein bisschen eine Geduldsarbeit, eine kleine, hier die Dinger wieder einzufüllen. Also immer runterdrücken und dann nochmal nachschieben. Es geht ganz einfach, aber 50 Darts, ja, also da ist man schon mal eine kleine Weile mit beschäftigt. Hier unten gibt es noch so ein kleines Teilchen, dass man das auch gut hinstellen kann, das auch ein bisschen mitfedert. So, aber jetzt würde ich sagen, wird das Teil hier nochmal in den Blaster geladen. So, Freunde, und jetzt machen wir natürlich den kleinen Test. Und denkt dran, nie auf Tiere, Menschen oder sonstige Lebewesen schießen. Deswegen muss jetzt hier mein Leergut herhalten. Also kommt mal mit rüber. Eieiei, da habt ihr es gesehen, Freunde. Das hat richtig geknallt und ja, dem Leergut hätte Arnie es auch nicht besser besorgen können. Also, das macht echt Spaß hier mit dem Ding. Es ist ein verrücktes Spielzeug, es ist ein übertriebenes Spielzeug, aber es ist ein unglaublich spaßiges Spielzeug, das hier. Der Nerf Blaster Titan CS50 mit 50 Schuss Trommelmagazin. Also, ja, wer das Leergut nicht mehr wegbringen will, der kann es hiermit quasi entsorgen. Also ich hatte riesen Spaß hier und vielen Dank nochmal an Hasbro, dass sie mir hier das Testexemplar zur Verfügung gestellt haben. Gerne mehr davon, mache ich immer sehr, sehr gerne. Und wenn auch ihr sowas brauchen könnt, es ist ja bald wieder Weihnachten und ihr habt große Jungs zu Hause zwischen 8 und 99, die ab und zu mal ganz gerne mit sowas rumspielen, ist eine feine Sache. Ich kann es empfehlen, es macht einfach Laune. Der Link, der ist hier unten in der Videobeschreibung, Freunde, und ja, mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Ich gehe jetzt noch eine Runde Leergut entsorgen, Hausarbeit, ihr wisst schon. Also bis dann.